Nehmen die Deutschen lieber, als dass sie geben? Beschäftigen wir uns einfach nicht gerne mit dem Tod? Oder sorgt der bürokratische Aufwand hinter dem Ausweis dafür, dass es viel zu wenige Spenderorgane in Deutschland gibt? Fest steht, für fast 10.000 Menschen in Deutschland, die dringend auf ein neues Herz, eine neue Niere oder Leber warten, ist heute kein guter Tag. Sie hatten auf die angestrebte Reform von Gesundheitsminister Jens Spahn gehofft. Die hätte für mehr Spenderorgane sorgen können in Deutschland. Der Bundestag hat jedoch dagegen gestimmt. Spahns Idee, statt per Organspendeausweis aktiv zu entscheiden, dass die eigenen Organe nach dem Tod gespendet werden können, sollten alle Bürger potenzielle Organspender werden. Wer aus ethischen oder anderen Gründen nicht spenden will, hätte dann aktiv Nein sagen müssen. Fakt ist auch, es fehlen immer mehr Organe in Deutschland. Im Jahr 2019 wurden die Organe von 932 Verstorbenen transplantiert. 9.400 Menschen warten auf ein passendes Herz, eine neue Lunge oder eine intakte Niere. Bedeutet, es sterben weniger Organspender, als benötigt werden. Dabei sind allein rund 80% der 18- bis 29-Jährigen laut einer Umfrage bereit dazu, mit ihren Organen anderen Menschen zu helfen. Tatsächlich einen Organspendeausweis haben aber nur etwa 36% der Deutschen. Spannend, trotz hoher Spendenbereitschaft sinkt die Zahl der Organspender. Wurden 2010 noch 4.323 Organe transplantiert, waren es im letzten Jahr nur noch 3.192. Hohe Bereitschaft, aber immer weniger Spender? Wie passt das zusammen? Mögliche Gründe für die sinkenden Spenderzahlen? Skepsis nach Manipulationsfällen bei Organspendelisten einzelner Ärzte im Jahr 2010. Zu wenige Menschen, die einen Organspendeausweis haben. Angehörige von Verstorbenen, die in der Situation im Krankenhaus mit der Frage, was mit den Organen der Mutter, des Vaters oder des Kindes passieren sollen, überfordert sind. Der hohe bürokratische Aufwand für die Ärzte bei Spenderorganen. Doch wie das Problem lösen? Statt für die Widerspruchslösung hat sich der Bundestag für einen anderen Vorschlag entschieden. Der sieht vor, dass die Menschen alle paar Jahre vom Hausarzt oder von Behörden gefragt werden, ob sie mit ihren Organen anderen Menschen helfen möchten. Der Bevölkerung wird die Organspende also nicht aufgezwungen. Die Selbstbestimmung über den Körper bleibt. Was den Menschen allerdings aufgezwungen wird, ist die Frage, was nach ihrem Tod mit den Organen passieren soll.